Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Turmoil. Wir sind gerade dabei, umzuziehen in ein neues Land. Natürlich kennen wir uns hier überhaupt nicht aus, deswegen würde ich sagen, starten wir rein. Alle verteilen sich ein wenig. Ja, und das heißt für uns, wir verteilen uns auch mal, gehen hier ganz rechts hin, zack, zurückkehren. Und ab sofort können wir Gasblasen stoßen. Wenn du auf einer Firma Gas verkaufst, schießt ihr Ölpreis für kurze Zeit in die Höhe. Okay, sehr, sehr interessant. Aber Gas bringt dir gar nichts, wenn du es auf der Bohrplattform entweichen lässt. Also schließe die richtigen Ventile, um es zu leiten. Bevor du einer Firma Gas verkaufen kannst, besuche erst Fred und Fred, wie auch immer, und kaufe das Anschlussupdate für Left Inc. oder Right Inc. Das ist hier und kostet 30.000. Ja, okay, sorry, 30.000 ist ja absurd stark. Boah, holen wir uns das direkt für die linke Seite? Ja, komm, wir machen es direkt mal. Zack, direkt hoffentlich auf Gas stoßen, das ausnutzen und fertig. Das stimmt. Aktien, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Wieder 3%. Wir haben bisher 0, die anderen schon 3 und 6%. Die anderen haben wir jetzt auch wieder mehr Geld als beim letzten Mal zum Schluss. Deswegen mal schauen. Wir werden natürlich wieder erst unter 10.000 zuschlagen, weil vorher lohnt sich das wirklich gar nicht. Wir müssten jetzt eh schauen. Also, wenn die Gaspreise dann nochmal nach oben die ganzen Preise schießen lassen, ja, dann bin ich tatsächlich beim Überlegen, die ganze Geschichte einzugehen, weil das natürlich absurd stark ist, wenn man sich das holen kann. Jetzt gehen wir auf jeden Fall das allererste Mal ins neue Land rein. Benutze eine Pipeline, um Gas Left Inc. zu transportieren. Dann hebt Kai den Ölpreis an und um dich dafür zu entschädigen. Okay, außer Öl haben diese Länder auch Gasvorkommen. Falls du ihnen bevorst, wird das Gas unter hohem Druck entweichen und auch das ganze Öl mit sich bringen. Handle also vorsichtig. Okay, jetzt heißt es einfach nicht blind losbuddeln offensichtlich mehr. Ist natürlich schlecht für meine Taktik, die ich immer bisher benutzt habe, aber okay. Pferde werden wir schon mal kaufen, sagen, dass sie hier drüben hingehen sollen. Oder zwei Pferde. So, und dann warten wir tatsächlich kurz, bis sie mal was hier gefunden haben, das jetzt genau ist, und die sind so nah. Da kann man auch mal so investieren. Eins ist auf jeden Fall hier, das andere ist da unten. Beide gefunden, dann direkt weiter hier machen. Ja, ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ein Wünschelrudler sucht schon, der andere kommt jetzt hier mit dazu. So, dann hat wieder jemand was gefunden hier. Dann nutzen wir natürlich wieder den Scannerchen. Einmal bitte hier. Da drüben ist ein Gasvorkommen. Ich weiß gar nicht, können sie oder dürfen sie sich kreuzen? Fabriken können nicht bohren. Aber Moment, wenn sie nicht bohren können, dann können wir es doch auch nicht dorthin bringen, oder? Verstehe ich das jetzt komplett falsch, weil das verstehe ich jetzt gar nicht zum Beispiel. Und auch nicht, dass wir hier gar nichts finden. Hallo? Hä? Wo soll denn das sein? Soll das hier sein? Okay, ich glaube, ich werde hier jetzt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wie ist das möglich? Da können wir. Ah, wir können hier kaufen, aber nicht bohren. Das kann bohren. Ich bin so verwirrt gerade. Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Wir werden jetzt nochmal hier was kaufen und wo deine Geschichte hier ist. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das hier sein soll, weil hier oben ist nichts, da ist nichts. Hier sind wir angeschlossen. Ganz unten, ich habe es jetzt gesehen. Oh mein Gott. Das ist natürlich absurd groß. Ich weiß gar nicht, können wir. Ah, Rohre können sie nicht kreuzen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, das andere wird hier ganz unten irgendwo sein. Warten wir mal ganz kurz auf Geld. Bohren wir einfach mal los. Ich hoffe nicht auf ein Gasvorkommen, das wäre blöd. Okay, ein Ölaustritt, natürlich. Okay, wieder kompletter Stress, wie man es gewohnt ist hier. So, und dann einfach mal ganz unten. Natürlich ist ja auch ein Fels. Okay, blöd gelaufen, aber da ist er auch schon. Okay. So, und dann müssten wir tatsächlich hier runter. Ich hoffe nicht,
dass wir nicht drin sind. Wir sind ganz knapp drin. Okay, aber ist natürlich gut. Dadurch können wir es jetzt weiterhin kaufen. Wir werden hier das nicht verbessern, das Rohr. Aber da unten war das, sieht ein bisschen größer aus. Einen nächsten Winschelrudler hinsetzen. Und ja, mit den Gasvorkommen, das habe ich ehrlicherweise noch nicht kapiert, weil ich kann nicht bohren von den Fabriken aus. Bedeutet aber ja auch gleichzeitig, ich muss zu den Ölvorkommen bohren, alles verkaufen, aber kann kein Öl verkaufen, wenn ich das richtig sehe. Also komplett verwirrend. Also wir haben jetzt auf jeden Fall bisher nur 3000 gemacht, das ist fast gar nichts. Da bin ich ehrlich, habe ich mir definitiv mehr erhofft, aber offensichtlich ist das ja nicht der Fall. Und da scheint es wieder etwas enger zu werden, deswegen hier mal die Geschwindigkeit nochmal kaufen. Und vor allem auch Silos, weil die Preise, die sind ja gerade absurd niedrig. Zack, das heißt einmal hier schön verkaufen, ein bisschen warten, bis der Preis ordentlich oben ist, so wie jetzt hier. So, und dann nochmal einen Winschelrudler ansetzen, halt. Falsches Ding, ein Winschelrudler. Um hier dann noch hoffentlich nochmal schön abzusahnen. Wenn das denn alles zulässt, so wie es sein sollte. Ich hoffe es natürlich so, das ist jetzt leer. Wenn ich das jetzt verbinde mit Gas, Ventile aber hier zumache und dann das können nicht verbunden werden. Deswegen bin ich so verwirrt, wie soll ich das denn? Fabriken können nicht bohren, aber wie soll ich das denn verbinden? Kann man das wieder abreißen? Nee. Also ich bin schon unfassbar. Achtung, Gas entweicht gerade aus der Anlage. Schließe sie, um so etwas zu unterbieten. Leite das Gas stattdessen zu left oder right, um den Ölpreis zu steigen. Wenn ich das jetzt aber mache, sagt es nö. Das geht tatsächlich. Ah, und dann sollte der Preis jetzt eigentlich durch die Decke gehen. Okay, ganz wild. Ja, okay, habe ich verstanden, so einigermaßen. Da unten sind noch ein paar Ölvorkommen. Okay, ich habe es verstanden. 11.000 ist natürlich absurd wenig und der Rest hat unfassbar viel gefunden. Ne? Okay, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Schade. 3000 jetzt das Ding. Ja, wir werden nicht mitbieten. Die anderen haben so viel Geld, da werden wir definitiv nicht mitbieten. Okay, für 12.000 schlägt Ricardo tatsächlich zu. Jetzt geht's zur Landauktion. Die anderen waren unfassbar erfolgreich. Also ich würde tatsächlich das Land hier, genau da, wo die Madame, da beide bieten. Da heißt, wir bieten mal einfach mit. Zack, Ricardo ist weg. So, mal schauen, ob das wirklich so krass jetzt ist. Jetzt gucken wir tatsächlich nochmal. Wir könnten nochmal die rechte Verbindung holen. Da würde ich aber ehrlicherweise mal warten. Dann können wir die Ölpreise festlegen. Das ist natürlich hervorragend. Unter 0,98 geht das auf gar keinen Fall. Ist natürlich extrem gut. Gas. Mobile-Versuche suchen nahe jeder Zelle, die sie aufdecken, nach Gas. Ja. Hört sich nicht schlecht an, bin ich ehrlich. Hört sich gigantisch eigentlich an. Aber lassen wir erstmal. All brauchen wir nicht. Heißt reingehen, ab zum Bohren, investieren wieder. Heißt das auf jeden Fall. Und bedeutet Pferde, Winschelrudler 2 Stück, wie immer. Zack. Hier schon mal hochsetzen. Und dann kurz warten. So, was gefunden hat er, dann gehen wir mal hier jetzt hin, finden einfach gar nichts, okay, dann bohren wir viel zu weit runter, okay, es ist nicht mein Tag, bin ich ehrlich, offensichtlich finden wir hier immer gar nichts, aber hier haben wir jetzt wenigstens was gefunden, gut, aber da ist so wenig, das heißt, ich setze mal nicht das direkt da runter, so, dann wird hier jetzt auch schön angezapft, nächstes Pferd, dann den nächsten Winschelrudler, damit wir mehr Geld verdienen. Der hat auch direkt mal was gefunden. Bauen wir auch direkt mal was. Wir werden mal hier so mittig hin gehen und gucken und auch was finden. Ein Riesenteil. Das hat er aber ehrlicherweise nicht gemeint. Okay. Aber das sind ja Riesenteile hier. Ist das eins? Nee. Okay, das heißt, wir haben tatsächlich sogar noch was gefunden, ne? Heißt hier hin, zack, boom, nächstes Ding fertig, ja, und vor allem, bevor ich es vergesse, hier schön zulegen, einmal Ölaustritt, das ist, ja, blöd jetzt, und jetzt geht's richtig los plötzlich,
Hallo? Bitte, 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 hört auf, hört auf, hört auf, bitte, nicht so viel Ölaustritt. Okay, wir werden dicke, fette Strafe zahlen, sehe ich jetzt schon kommen. Werden wir niemals wieder aufholen. So, hier. Hallo, hör auf vorbeizufahren. Wo fahren die vorbei? Okay, verstehe ich nicht. Gut, weiter jetzt aber suchen, jetzt haben wir wenigstens wieder Geld. Werden hier nochmal die Pferde upgraden. 7 haben wir an der Zahl. Da drüben hat der was gefunden, das ist doch gut. Dann gehen wir hier jetzt mal schön in das Suchergebnis rein und finden ein richtig großes Ding hier wieder. Der hat auch nochmal hier drüben was gefunden. Das ist auch hervorragend, wenn es so bleibt. Gesehen haben wir jetzt hier nur dieses Vorkommen, was natürlich uns im Weg steht, weil das können wir nicht nehmen, das Gasvorkommen. Hier ist ja nur Gas. Okay, das ist schlecht. Hast du wenigstens hier? Ja, hier hast du was. Okay. Bedeutet, wir verbinden einfach mal hier rüber. Groß ist es ja nicht. Bedeutet, wir machen auch gerade richtig gut Cash. Also wir lassen wieder den Wünscherudler ein bisschen suchen. Er hat auch noch was gefunden. Oh, in einer Umgebung, wo wir bisher noch gar nicht waren. Und ich schätze auch mal mit Erfolg, weil wir hier immer... Doch, da ist noch was. Okay. So, dann werden wir hier mal upgraden. Dann können wir nämlich das hier voll laufen lassen. Dann haben wir hier nochmal wo was. Hier unten. Das heißt, wir werden das hier noch upgraden. Ja, also ich kann mich bisher nicht beklagen. Wir sind richtig stark. Passt. So, da ist angezapft und hier unten ist sogar noch was. Das heißt, wir lassen hier auch nochmal anzapfen. Werden hier mal verbessern. Beide Sachen. Achso, das ist Gas. Zumachen. Ist das jetzt weg? Ich hoffe. Nein, ist es nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob es dafür Strafe gibt. Ich hoffe natürlich nicht. Das wäre ganz gut. Ich will jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit ein Zischen, was schlecht ist. Aber jetzt ist auch das Gasvorkommen weg. Okay. Naja, mal schauen, ob das irgendwann nochmal besser wird. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall nochmal kaufen, hoffentlich. Oder auch hoffentlich nichts mehr finden. Und ich höre ausgerechnet in dem Moment halt ein Gepfeife. Und zwar hier drüben. Das ist interessant. Hier unten ist tatsächlich noch mal was und ich schätze auch ein Gasvorkommen. Deswegen weichen wir es hoffentlich gut aus. Gehen jetzt hier rein dann. Perfekt. So, und dann hatten wir ja dieses Zweige-Update. Halt, wir müssen noch mal hier rüber. So, aber das Zweige-Upgrade, also mit den Abzweigungen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier noch mal in diesem Level... Das war gar nicht gemeint, oder was? Moment, was? Warum war das nicht gemeint? Hast du hier oben noch was? Und das hier? Das ist auch nochmal eins. Okay, jetzt verstehe ich das. Das hast du tatsächlich gemeint. So, der andere hat auch nochmal was gefunden. Gucken wir mal. Wahrscheinlich noch weiter unten. So ist es jetzt wahrscheinlich auch. Gehen wir mal hier runter. Da ist es. Gehen hier jetzt schön rein. Besser denn das, weil wir sind schon im September tatsächlich. Zack. Und nochmal verbessern. So, dann werden wir nochmal suchen lassen. Ich meine, das sind bisher nur ganz kleine Vorkommen. Aber, ja, bisher kann ich mich auch nicht beklagen. Wir haben 40.000 jetzt. Also unheimlich stark. Und jetzt sieht es auch so aus, als würde der nichts mehr finden. Die da unten werden leer. Heißt, man kann sich überhaupt nicht beklagen. Was natürlich extrem gut ist. Denn jetzt werden die letzten auch leer. Und ich hoffe, dass wir vor dem letzten Monat nochmal fertig werden. Naja, jetzt der 30. und jetzt der 1. Ja, schade, nicht fertig geworden, 4 Tage später, aber damit Level anhalten. Sehr, sehr viel Gas vorkommt, vor allem auf der rechten Seite. Ein bisschen Strafe noch zahlen, aber trotzdem 41.000 gemacht. Damit gehen wir mal rein ins Rathaus. Zuerst in die Landauktion natürlich, ist wichtiger. Und tatsächlich waren wir hier mega erfolgreich. Bedeutet, wir gehen einfach mal dahin, hoffentlich, wenn dann jemand hingeht. Hier. Ja, sieht gut aus, passt, okay. Da wurde hier jetzt nochmal geshoppt, dann gehen wir hier nochmal in die Aktienauktion rein. Ja, gehen rein. Es sind diesmal sogar nur 2000, heißt es variiert. Wissen wir jetzt, okay. Aber wir werden jetzt auch dafür nicht so viel hinblättern. Ja, 11.000 wird jetzt hier gekauft, tatsächlich teurer als bei den 3000. Kaufen die einfach rein, aber egal. Interessiert uns mal so gar nicht. Wir werden jetzt hier nochmal das Gasvorkommen hier schön anschließen. Und dann tatsächlich nochmal gucken. Ausschließlich Gas wäre natürlich nice. Komm, machen wir auch nochmal. Wir investieren jetzt hier extrem viel.
werden auch in die Herdengröße nicht investieren, weil das macht keinen Sinn. Also Herdengröße macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Wir werden jetzt aber nochmal in die Scannergröße gehen, nochmal einen größeren Scanner, zack, dann nochmal hier. Dann sind wir jetzt ungefähr gleich auf beim Durchschnitt des Computers. So, und dann gehen wir hier mal rein jetzt, zack und zack. Werden dann auch schon mal Pferde platzieren, den Maulwurf ignorieren. Wobei, den könnten wir eigentlich auch mal kurz setzen, den Maulwurf tatsächlich. So, und dann haben wir natürlich, irgendeiner findet was. Der findet schon mal was, ist genau der Richtige hier für den Job. Das sieht gigantisch groß aus. Wir werden nochmal hier ganz kurz gucken. Das ist Gas. Oh, der hat schon für uns aufgedeckt. Mega gut, nice. Okay. Also wir wissen auch schon, wo was ist. Zack, direkt anpumpen. Direkt auch hier holen. Dann können die das schon mal verkaufen. Und dann sieht doch bisher zumindest alles perfekt aus. Zumindest der Start. So, und dann sind wir jetzt auch schon an der dritten Quelle dran. Haben jetzt auch mal einen Maulwurf nochmal losgeschickt. Vielleicht findet er ja nochmal ein Gasvorkommen. Das wäre echt nice, wenn er was finden würde. Den Winschelrudler schicken wir direkt mal auch los. Also bisher läuft alles ziemlich geschmiert. So, eine weitere Quelle haben wir auch wieder gefunden. Mega, mega gut, wie es hier gerade läuft, finde ich zumindest. Haben jetzt hier bei dem ersten Scan nichts gefunden. Aber es ist in Ordnung, muss ich sagen. Da haben wir jetzt aber was. Zack, ich denke mal, das ist auch gemeint. Zack, diese Mini-Quelle hier. Aber okay, gibt's auch mal. So, dann suchen wir hier mal wieder, weil der kann ja jetzt Gas finden, das ist gar nicht mal so unwichtig. Aber naja, lassen wir nochmal den Winschelrodler was durchblicken. Okay, der hat tatsächlich was relativ schnell gefunden, ne? Ah, und hier, okay. Bedeutet, wir machen einfach mal so, verbessern es und gehen jetzt hier durch. Verbessern dadurch natürlich auch nochmal die Quelle, weil die sind beide relativ groß. Da muss ich tatsächlich mal gucken, das ist fast leer, das ist gut. So, das Teil ist bei 1,52. Ich muss definitiv mehr aufpassen jetzt. So, dann nochmal mehr Pferde setzen. Nochmal ein Winschelrudler. Und der Maulwurf, der findet gefühlt gar nichts. Kann das sein? Wir lassen ihn mal hier runter. Aber finden tut er nicht groß viel. Ich weiß auch gar nicht, ob der so ein Maximum hat vom Runtergehen, weil der ist bisher nicht tief gewesen. Was natürlich schlecht ist, wenn wir so eine Art jetzt suchen. Wir werden hier nochmal zwei Winschelrudler setzen. Ich hoffe, der eine findet dann noch was, eine davon, ja, tatsächlich, ja, wir werden hier mal kurz aufmachen, hier ist zumindest nichts, wir gehen mal weiter runter, und hier ist tatsächlich auch nichts, okay, doch da, halt, was gefunden, gehen rein, nein, ich will Rohre, hallo, okay, wir investieren von mir aus 100 statt 300, gehen dann hier nochmal hin, verbessern sie auch nochmal, der andere hat auch nochmal was gefunden, okay, gigantisch groß anscheinend. Hier ist ein Gasvorkommen. Komplett freigelegt jetzt. Okay. Hier ist ganz unten was. Das heißt, wir gehen mal damit hier hin. Und das ist auch größer als gedacht. Okay. Ja, okay. Man lernt auf jeden Fall. So, dann hier hinten mal mehr. Dann werden wir hier auch mal verbessern, damit das deutlich schneller geht. Ich habe da wirklich gar keine Lust drauf. So, nochmal hier alles verbessern. 14.000 ist bisher nicht, ja, die Welt, aber zumindest etwas. Der Winschelrudler, der findet ehrlicherweise auch nichts mehr. Ist gut für uns, denn dadurch wissen wir sind fertig. Lassen jetzt hier nochmal fertig pumpen. Wir sind auch schon im Oktober, haben 32.000. Also ich kann mich aktuell überhaupt nicht beklagen. Wir sind zwar schon im November, so langsam sollte es fertig werden. Denn jetzt haben wir den ersten und das ist immer noch nicht fertig. Also es ist anscheinend deutlich größer als gedacht, offensichtlich. Aber naja, wir warten nochmal gespannt und die pumpen immer noch. Das ist relativ lang. Okay, ja, die Formen haben mich tatsächlich überrascht. Wir sind nicht fertig geworden, aber trotzdem 37.000. Perfekt. Und dadurch deutlich drüber über die anderen wieder. Das soll genau so sein. So, schauen wir mal, wie es jetzt hier ist. Die Landauktion hätte ich gerne. Hallo? Okay. So, dann schauen wir mal. Hier ist eine 52er Sache. Okay, dann gehen wir oben rechts über die 52. Ja, natürlich. Das gibt, glaube ich, eine Sicherheit zwischen 58 und 52, dass es halt krass ist. Wir gehen aber hier mal quer rüber. Wobei das hier unten auch stark sein könnte. Die bieten sich ja komplett hoch. 12.000. Okay. Was?
Okay, damit habe ich, also, wow. Ich bin gerade ehrlicherweise überrascht, dass die so viel Geld ausgeben. Aber okay, gehen wir mal rein. 1% gibt es jetzt. Ist auf jeden Fall krass. Ricardo hat 12, hat aber auch nur noch 3000. Daisy könnte gefährlich werden, hat auch nur 3%. Ich meine, wir haben 0. Also haben die auf jeden Fall aktuell mehr als ich alle. Aber ich sehe uns trotzdem mehr in der Pole Position, weil wir mehr Geld haben und auf einmal dann plötzlich mehr kaufen könnten. Bin auch gespannt, wie viel Geld Daisy ausgibt. Und die gibt tatsächlich 10.000 aus. Also, okay. Ja, finde ich super, dass sie so viel Geld ausgibt. Ja, hier haben wir nichts mehr zu verbessern in der Fabrik. Bank lohnt sich nicht. Gucken wir mal hier 0,8. Ja. Ist alles mies. Machen wir mal 0,8, dann haben wir zumindest meine Sicherheit. Werkstatt. Ja, lohnt sich mittlerweile. Vor allem habe ich keine Diamanten mehr gesehen. Also ich glaube, Diamanten lohnt sich eh gar nicht mehr. Können tatsächlich mal eher rübergehen zum Stall. Da können wir die Kapazität. Also ja, die restlichen Upgrades, die wir haben, sind fast unbrauchbar. Aber egal, wir gehen mal rein. Schnelligkeit hier einmal investieren beim Maulwurf. Den nutzen wir jetzt auch etwas öfter als vorher. Aber egal, wir gehen rein. Und ja, Maulwürfe können schneller graben. Ich glaube, das weiß ich, weil ich es gerade selber gemacht habe. Aber egal. Hier einmal Pferd schon mal investieren, sagen in welche Richtung. Und ja, scouten. So, die beiden haben sogar hier was relativ in der Mitte gefunden. Heißt, wir schauen einfach mal. Das war's und das war's. Perfekt. Wir beides angeschlossen, dann wird direkt weiter gescoutet, weil das ist jetzt nicht, ja, nicht sonderlich viel. Okay, der eine hat was auf jeden Fall gefunden. Weiter links von dem, was wir gerade hatten. Ja, offensichtlich nicht hier unten. Okay. Wir müssen noch mal ein Pferd hinsetzen, weil das war gerade schon knapp. Schauen wir mal. Da ist das. Okay, dann verlängern wir einfach, weil die sind ja alle nicht so groß bisher. Als wir suchen, lassen wir noch mal suchen. Zack. Und ich hoffe, der findet was. Der findet tatsächlich was und wieder so weit nah. So weit nah. Keine Ahnung, was ich da habe, aber auf jeden Fall näher. Und es war gut, dass ich ein eigenes Ding hier gebaut habe, weil das ist ja ein wenig größer, würde ich zumindest mal behaupten. Ne? Investieren wir direkt auch. Zack. Und zwar auch das 1000 Upgrade, damit wir gar keine Probleme haben mit dem Austritt von dem Öl. Dann nochmal einen neuen Wünschelrudler, damit alles souverän läuft, souverän alles klappt. Dann haben wir hier rechts mehr. Ich werde jetzt hier auch nochmal einen Maulwurf losschicken. Weil am Anfang vielleicht Geldprobleme, haben wir immer Geldprobleme, aber dann läuft es. Und das ist ja relativ gut. Der Wünschelrudler war gemeint damit. So. Dann wird hier jetzt natürlich mal gesucht. Der hat tatsächlich nochmal was gefunden. Wir werden jetzt hier vorher nochmal was hinsetzen von Pferden. Hier ist es auch direkt, das eine ist leer, das heißt, wir können es anzapfen. Zack. Ich habe das Gefühl, das ist größer als ich erwarte. Deutlich größer. Okay, das ist gut, wenn wir das mal upgraden würden. Zack. Ja, der Maulwurf ist gerade ein bisschen zu inaktiv, habe ich das Gefühl. Hätte auch mal mehr scouten können, aber okay. Wir gucken weiter mit dem Windschirrrutler, der gerade nicht so. Ja, doch, na, never mind, der hat was gefunden. Okay, mal schauen. Weiter unten ist wahrscheinlich, ja, hier. Wo könnte sogar noch vor den Stein vorkommen sein. Ja, ist es auch. So, der hier unten hat auch noch mal was gefunden. Aber nirgendwo, wo ich buddel. Schade. Dann ist wahrscheinlich hier irgendwo. Ja. Gehen wir mal vom kleineren darüber. Okay. Wir müssen tatsächlich hier, also das ist ja gigantisch und braucht ewig. Hier auch noch mal, zack. So, dann brauchen wir natürlich auch noch mal ein Pferd mehr und ein Wünschelrudler, der auch noch mal was findet. Und das Öl ist kurz vorm Platzen wieder. Gefällt das natürlich nicht. So, der eine hat auf jeden Fall hier was gefunden. Das ist eher oben oder unten. Ich schätze mal unten. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall eine Ecke, aber hier ist tatsächlich noch eine Ecke. Das ist dann höchstwahrscheinlich auch noch mal Ölvorkommen. Ja, perfekt. Bei Ölvorkommen nochmal. Also wir müssen das nochmal richtig dick upgraden, weil das, ja, könnte ein bisschen länger dauern, sagen wir mal so. 18.000 bisher, wir haben auch schon Juli, da müssen wir echt mehr aufpassen.
Also langsam wird es wieder knapper und der findet schon wieder was und das ist kurz vorm Ölaustritt. Also hallo? Was ist denn hier jetzt los? Warum schafft er das nicht mehr? Okay, schauen wir jetzt erstmal hier mit den Scouten. Und finden tatsächlich nichts. Perfekt. Einfach mal hier kurz gucken, ist auch nichts. Dann hier unten ist auch nichts. Ja, perfekt. So viel Glück muss man auch erstmal haben. Hier irgendwo so eine kleine Ecke drin. Hallo? Was soll denn das jetzt hier? Der findet ja nichts. Okay, jetzt bin ich verblüfft. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Hat er das gemeint? Ja, könnte sein. Wir bohren einfach mal runter. Zack. Dann sollte das hoffentlich auch noch rechtzeitig leer werden. Dann haben wir jetzt auch schon September. Dann wird jetzt hier nochmal gescoutet, ob hier irgendwo was ist. Ich hoffe natürlich nicht, weil wir jetzt kurz vom Jahr aus Ende sind. Und natürlich hat er noch was gefunden. So viel. Oh. Das ist richtig, richtig gut. Okay. Das müssten wir eigentlich nutzen. Bedeutet, wir werden das hier jetzt anschließen. Hier. Das hier zumachen. Und dann von da so machen und zack und zack machen. So. Okay, ich hoffe, das passt so. Dann wird das nämlich ordentlich in die Höhe steigen, wenn ich das so mache. Schade. Dann muss ich wohl so machen. Ja. Oh, das steigt extrem in die Höhe. Okay. Das steigt ja absurd in die Höhe. Okay, nice. Aber hier ist trotzdem noch irgendwo Öl, das darf ich nicht vergessen. Hier unten, okay. Das ist tatsächlich ein kleineres Problem. Hier ist sogar noch ein Öl, ein Ding. Okay, das heißt, wir machen mal so. Bohren hier runter und bauen dann so. Also wir sind dadurch jetzt nicht hier drin. Wir werden jetzt hier. Oh, das ist schon jetzt bei 2 Roller. Okay, das ist heftig. Wir werden hier dann auch mal upgraden, weil wir schon im November sind. Also das ist heftig, wie die Ölpreise jetzt gestiegen sind. Das ist ja wirklich. Das hat ordentlich Kohle gemacht. So. Achso, hier ist nur. Ja, das müssen wir natürlich auch nochmal upgraden. Wir sind schon im Dezember. Heißt, alle Achtung. Mal schauen, ob wir fertig werden. Ich denke nicht. Ja, leider nicht. Aber 34.000 kann man sich auch nicht beklagen, würde ich zumindest behaupten. Ja. Gutes Geld haben wir auf jeden Fall gemacht. Dann gehen wir auch jetzt schon mal in die Landauktion hier rein und schauen mal, was wir hier bieten können. Da waren 49. Das gibt natürlich eine enorme Sicherheit, aber das hier auch. Deswegen, ja, come on. Deswegen biete ich jetzt hier mal. Zack, zack. Die tauschen sich alle hin und her und bieten so viel. Okay, nice. Das heißt, wir bieten jetzt auch noch mal in die Aktienauktion rein. 5%. Okay, das ist. Das ist, glaube ich, genau unsere Sache. Die anderen sind so bei 25.000. Bedeutet, wir schlagen hier mal zu, weil dann sind wir wieder relativ weit oben. Ich meine, wir haben auch 74.000. Das heißt, wir könnten auch richtig gut zuschlagen. Und ja, das machen wir auch definitiv gleich. So, ab... Boah, wann machen wir das denn? Ich denke, ab 15.000. Also genau jetzt. Zack. Schön geboten. Die ersten 5% für uns. Das erste Mal, wo wir investiert haben. Und ja, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.